In einem Tetraeder A, B, C, D gilt der Vektor BM, das ist 2/3 vom Vektor BC, und der Vektor BN ist 2/3 vom Vektor BD. Der Auftrag lautet hier: Beweise, dass Vektor AM plus Vektor AN dasselbe ist wie 2/3 von Vektor AB plus Vektor AC plus Vektor AD. Um das zu beweisen, starten wir vom linken Teil der vektoriellen Gleichheit, Vektor AM plus Vektor AN. Da wir hier Informationen bezüglich Vektoren mit Ursprung B haben, zerlegen wir AM in AB plus BM und AN in AB plus BN, also so. Wir haben hier Vektor AB plus Vektor AB, das macht 2 mal Vektor AB. Diesen Vektor BM können wir durch diese Hypothese ersetzen durch 2/3 mal Vektor BC, und diesen Vektor BN können wir durch diese Hypothese ersetzen durch 2/3 mal Vektor BD. Hier können wir 2/3 ausklammern, und jetzt suchen wir eigentlich Informationen über Vektoren mit Ursprung A. Deshalb zerlegen wir hier den Vektor BC durch die Formel von Chasles in Vektor AC minus Vektor AB. Und wieder durch die Formel von Chasles zerlegen wir Vektor BD in Vektor AD minus Vektor AB, also so. Hier haben wir Vektor minus AB und dann nochmal Vektor minus AB. Also, wenn wir diese 2/3 hier verteilen, so erhalten wir 2/3 mal Vektor AC, steht da, plus 2/3 mal Vektor AD, steht da, und dann plus 2/3 mal Vektor minus 2AB, also minus 4/3 mal Vektor AB. 6/3 mal Vektor AB minus 4/3 mal Vektor AB, das macht 2/3 mal Vektor AB, und so können wir die 2/3 ausklammern, und zwischen Klammern bleibt dann noch Vektor AB plus Vektor AC plus Vektor AD. Somit haben wir also bewiesen, dass die Summe dieser beiden Vektoren 2/3 mal die Summe dieser drei Vektoren ist, und das ist genau unsere These. Der Auftrag ist also schon erledigt.